Moin Moin, HSV-Fans. Also, Moin Moin ist natürlich ein bisschen hart. Ich kann ja auch gute Nacht sagen. Aber wir haben ja eben das Spiel gesehen, Arminia Bielefeld im Pokal gegen HSV. Ich will das auch gar nicht weiterhin sagen. Ich kann nur eins sagen: Glückwunsch an die Mannschaft und Glückwunsch an unseren Torwart, unseren Matteo Raab. Also, ich habe das Matteo Raab von Herzen gegönnt. Der hat natürlich keine leichte Aufgabe beim HSV, immer nur die Nummer 2, immer nur trainieren und hat uns heute den Arsch gerettet. Das muss man ja so sehen. Und Bagarigatta auch. So, ich will mich auch heute nicht länger aufhalten, weil er schon sehr spät ist. Ich weiß nur nicht, ich möchte mal eins wissen, was Tim Walter geritten hat, diese Truppe aufzustellen. Also mit den ganzen neuen Leuten. Ich meine, ich bin ja auch dafür, dass junge Leute mal kommen. Aber ich kann da nicht mit der Reserve auflaufen. Entweder war das arrogant oder also nicht überlegt. Also ich weiß nicht, dafür hat er noch viel zu viel Erfahrung. Ich kann doch da nicht auf der einen anfangen. Aber wie gesagt, das Wichtige ist das Weiterkommen. Und da sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch und wünsche allen HSV gute Nacht. Und die da waren, die ich auch getroffen habe auf der Hintour. Also fahrt schön vorsichtig nach Hause und dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht und dann haut rein ins Tango. Aber so geht das nicht. Also da muss man nochmal überreden und das werden wir morgen machen. Das geht nicht. So kann ich das nicht machen. Aber der Erfolg hat ihr recht gegeben, unser Trainer. Aber das war haarscharf an der roten Linie. Alles klar unter der HSV.